Umso mehr freue ich mich, dass wir in der Reformpartnerschaft dieser Regierungsperiode jetzt diesen Kurs der Vernunft leben können und glaube schon, dass wir ein ehrgeiziges Ziel hier angehen, den Haushalt in den Griff zu bekommen und damit insbesondere den jungen Menschen im Lande ein Stück Zukunft zu öffnen. Und ein Mindestziel ist, dass wir zumindest in den nächsten Jahren die Schuldenbremse einhalten, wenn nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen. Das ist angesichts der vorgestellten Daten durchaus eine Herkulesaufgabe, weil wir in den Jahren 2013 und 2014, wenn Sie es zusammenrechnen, rund 660 Millionen Euro konsolidieren sollten, um ausgeglichen zu budgetieren. Und nur damit Sie die Dramatik insgesamt sehen, wenn wir die Jahre 11, 12, 13, 14, wie es jetzt in der mittelfristigen Finanzvorschau dargestellt ist, zusammenrechnen, würde das eine Neuverschuldung von rund 1,4 Milliarden bedeuten. 1,6 haben wir, das heißt, wir kommen in diesen 4 Jahren zu einer Verdoppelung. Das ist auch deshalb der Fall, weil es keine Einmalmaßnahmen mehr gibt. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt herunterkommen. Es gibt einen zarten Hoffnungsschimmer, der nicht eingepreist ist in diesen Zahlen. Und hoffen wir, dass die Wirtschaft sich nach wie vor so dynamisch entwickelt, wie es aktuell der Fall ist. Wir haben ja steigende Exportzahlen und werden im heurigen Jahr das Spitzenjahr 2008, was die Wirtschaftsentwicklung betrifft, wahrscheinlich übertreffen. Wir werden bei den Beschäftigungszahlen den Spitzenwert des Jahres 2007 übertreffen. Damals hat es 456.000 Beschäftigungsverhältnisse gegeben. Für April wurden uns seitens des AMS 458.000 bereits gemeldet. So gesehen haben wir eine sehr positive Wirtschaftsentwicklung und könnte uns das auch dienlich sein. Diese Wirtschaftsentwicklung wird sich aber bei den Steuereinnahmen nicht in der Dynamik abspielen, wie wir es uns wünschen. Insgesamt wird auch sehr viel daran liegen, wie ehrgeizig der Budgetvollzug erfolgt. Wir werden sehr genau gemeinsam darauf schauen, dass hier die Ressorts das für die Jahre 11 und 12 leisten, was vereinbart ist, weil das ja dann auch die Basis ist für die Verhandlungen der Jahre 13 und 14.